Ja, hallo meine Freunde. Heute möchte ich euch mal kurz mein neu erworbenes Produkt zeigen und auch ein paar wichtige Gesundheitstipps oder Überlebenstipps zeigen, bevor ihr das Teil in Betrieb nehmt. Meine kleine Tante kennt ihr ja mittlerweile, da ich ja ein Solarfreak bin. Lebt sie natürlich auch von der Sonne, so wie ich auch. Ohne Sonne wäre ich, glaube ich, schon lange tot. So, kurze Rede, langer Sinn hier. Es geht voran. Norbert vom Kanal hat sich hier so einen Notgas-Camping-Kocher zugelegt. Leute, was soll ich euch sagen? Ich habe einen Schock bekommen. Mittlerweile funktioniert das, habe ich schon mal vorweg. Aber eingepackt, okay, Beschreibung, bla bla bla, sogar in Deutsch, ja. Schlechte Kopie, aber für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, sollte es schon ausreichen. Ja. Gut, jetzt hier zu unserem super Kocher. Liegen so um die 20, 25 Euro bei eBay und Co., bei Amazon und Co. Ist eigentlich nichts wirklich Wichtiges drin. Hier kommt die Kartusche rein. Machen wir gleich. Was ich euch aber erstmal zeigen möchte. Gut, das käme eigentlich so hier drauf, wenn ich den jetzt in Betrieb nehmen muss, dass ich hier oben meine Pfanne, Topf oder was auch immer draufstellen kann. Was mir passiert ist beim in Betrieb nehmen, ich hätte mir bald die Haare weggeflemmt. Warum? Ausgepackt, hingestellt, Klappe drauf, Kartusche rein, starten, das Ding funktionierte nicht, es kam, ging keine Flamme, Zündfunke funktioniert wunderbar, aber eben das Gas kam nicht an. So, jetzt zeige ich euch mal die Kleinigkeit, bevor ihr irgend so ein Gerät hier, ich zeige auch den Namen, ist mir scheißegal, in Betrieb nehmt. Hier unten, dieses kleine Kupferrohr. Seht ihr das? Ich schaue mal eben. Ja, müsste man sehen. Ne? Dieses kleine Kupferrohr. Man sieht es jetzt vielleicht noch ein bisschen. Es ist sehr stark geknickt. Die Düse gehört hier rein. Die hing daneben. Sprich, also das Gas strömt hier unten hin. Oben der Funke funktionierte natürlich nicht. Und ich hatte das Teil auf dem Tisch stehen, wie es sich eigentlich gehört. Und habe dann einfach mal so mit meinem Anzünder hier, den ich für meinen Küppersbusch Gasofen im Camper benutze, gemacht. Und was soll ich euch sagen, das Ding, das knallte los. Also wie gesagt, ich schiebe den mal hier von der Seite. Also Kartusche kommt rein, hier runter aktiviert man, hiermit aktiviert man diese Kartusche, die wird dann eben reingedrückt. Ich zeige das mal, vielleicht kann man das hier sehen. Ja, dieser Mechanismus, da ziehe ich die Kartusche mit nach vorne. Die Spraydose wird hier reingedrückt und damit auch das Ventil praktisch aktiviert. Ja, und mit diesem Einschnellknopf kann man einmal rein theoretisch das Gas regeln und des Weiteren, vielleicht sieht man es, aber hören tut man es, ich sehe den Funken. Also hier springt der Funke über, so sollte es eigentlich sein, funktioniert auch, wenn, wie gesagt, dieses kleine Kupferrohr mit der Messingdüse in diesen Mischer, sag ich mal, reingeht. Hier, meiner hing daneben, der Kupferrohr sieht man richtig plattgedrückt, verbogen, also ich werde den wirklich nur zur Not nutzen, ich habe da auch keinen Bock, den groß umzutauschen. Ich werde die Firma aber anschreiben, weil das ist ein No-Go, so etwas an die Kunden rauszuschicken. Wenn man hätte das einer in seinem Campingbus angezündet, dem wären die Scheiben rausgeflogen, sage ich nur. Weil das Gas strömt ja nun mal halt aus und Gas, Butangas, Propangas ist schwerer, fällt nach unten. Deswegen hier der Zündfunke und da unten das Gas, passiert nicht viel, aber irgendwann steigt es auch hoch und dann macht es Wuff. Also wie gesagt, meine Flamme, die haut in alle Richtungen raus. Ich habe es draußen gemacht, weil ich
eigentlich schon ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte auch mit Gas arbeite und bei fremden Sachen bin ich da halt vorsichtig. Aber wie gesagt, das habe ich beim Zusammenbauen nicht gesehen, sonst hätte ich das logischerweise gleich korrigiert. Aber ich sag mal, da rechnet auch kein Mensch mit, dass ich sag mal, dass das wichtigste Teil daneben hängt bei einem Neugerät, original verpackt. Es war noch halt in der Folie da drin, in der Tüte und so weiter und so fort. Gut, das vorweg und das ganz wichtig. Leute, bevor ihr ihn in Betrieb nehmt, schaut, ob diese Düse hier unten drin ist. Und seid vorsichtig, das ist ein ganz dünnes, weiches Kupferrohr. Nicht so viel biegen, bricht es ab. Dann könnt ihr gleich in der Tonne kloppen. Schickt ihn lieber zurück. So, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz. Zack, mit dem Aufsatz hier oben drauf. Wo habe ich es ja? Meine Spraydose hier. Spraydose, sage ich schon hier. Meine Gaskartusche ist wie eine Spraydose halt hier mit 227 Gramm, irgendwas 500 Milliliter, irgendwie sowas in der Richtung. Kriegt man an jeder Autobahnraststätte, an jeder Tanke, in fast jedem Baumarkt, bei Action, eBay, bei Amazon, überall und Co. Schutzkappe ab. So, ich halte den mal jetzt hoch, das ist schon passend drin. Hier ist eine kleine Kerbe an der Flasche. Da seht ihr es, da, diese Kerbe. Dafür ist hier oben eine kleine Sicherung am Kocher. Pulle reinlegen. Wackelt zwar hin und her, das ganze Krabbelding, aber man soll ja auch nicht viel damit wandern. Deckel drauf. Ich stelle mal einigermaßen gerade hin. So, hier mit diesem Schalter aktiviere ich jetzt praktisch die Kartusche. Gas strömt schon, ich höre schon. Pupp, und rucki zucki ist die Flamme auch da. Also, ja, ich sag mal ganz ehrlich, begeistern tut es mich nicht. Aber was soll's, was will man für einen 20-Euro-Schein verlangen? Preiswerter kann man sich, also hier ist nichts dran zu regulieren. Ihr seht, ich drehe hier ganz langsam zurück. Die Flamme wird nicht kleiner, die Flamme wird nicht größer. Für mich eigentlich ein No-Go. Ich werde das Ding, glaube ich, doch reklamieren und zurückschicken, weil was bringt mir das? Da kann ich auch eine Kerze hinstellen und mein Teekocher da drauf stellen, fertig. Weil hier ist nichts zu wirklich zu regulieren. Da geht es höchstens aus. Zack, aus. An, das funktioniert. Es zischt auch nichts. Ab diesem Moment zischt das Gas. Springt sofort an, aber wie gesagt, ich kann hier gar nichts an der Temperatur, an der Flamme regulieren. Entscheidet selbst. Achtet drauf, was er kauft. Schaut am besten drauf, dass es ein TÜV und GS geprüftes Teil ist. Ich habe es hier nicht drauf. Ich werde auch mal jetzt aus Jux mal so ein Liter Wasser da drauf setzen und schauen, wie lange es benötigt, um das Wasser zum Kochen zu bringen. Aus, zack, so habe ich die Kartusche wieder praktisch in die Grundsicherheitsstellung gemacht. Das habe ich auch schon bei anderen gesehen, wenn dieser Aufsatz, Topf und Pfannenaufsatz halt so rum drin liegt, also andersrum zum Verpacken auch für den Koffer, sollte eigentlich eine Sperre drin sein. Und auch das ist hier nicht der Fall. Also, liebe Leute, achtet drauf, wenn ihr euch so ein Teil zulegt, nur an der frischen Luft, ganz offen auf dem Tisch und schaut vorher, dass alles okay ist und sprengt euch damit nicht selbst in die Luft. Ich kann es euch sagen, so eine kleine Kartusche, die fegt euren Bulli auseinander, wie so ein Luftballon. Ich habe schon bei Kollegen gesehen, im LKW, da waren es allerdings die kleinen runden Kartuschen noch und wir hatten früher die Campingkocher dabei. Dem ist das Ding umgefallen, er hatte die Türen und Fenster zu, da war keine Scheibe mehr drin und er hatte keine Haare mehr auf dem Kopf. Das Führerhaus konnte man in eine Tonne kloppen, ganz einfach. So, gut, kurze Rede, lange Rede, das war's. Norbert vom Kanal. Denkt dran,
kauft euch was Anständiges, gebt einen 20-Euro-Schein mehr aus, weil das ist euer Leben und da habt ihr nur eins von. Alles Gute. Sogar jetzt scheint auch mal wieder die Sonne. Meine kleine Maus ist noch am Tanzen. Ich halte euch mal hoch ans Licht, an die Sonne. Schaut her. Ich sage mal, alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao. Norbert vom Kanal.